Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Die Welt entdecken, wie bewerbe ich mich für Kulturweit? Dies ist eine Informationsveranstaltung für den Bewerbungsprozess Ausreise September 2021. Und wir stellen jetzt den Freiwilligendienst Kulturweit vor. Die Präsentation wird ca. 20 bis 30 Minuten dauern. Und im Anschluss beantworten wir gerne eure Fragen live. Ihr könnt auch gerne schon während des Vortrags Fragen stellen. Bitte in dem vorgesehenen Frage und Antwort. Das befindet sich unten, F&A. Und die Namen und Videos der Zuschauer und Zuschauerinnen sind nicht sichtbar. Genau, ihr könnt auch Fragen anonym stellen. Genau, wir würden aufgrund des digitalen Formats heute beim Du bleiben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann beginne ich jetzt einfach ganz kurz, mich kurz selbst vorzustellen. Mein Name ist Anna-Sarah Lied. Und ich arbeite für die Deutsche UNESCO-Kommission für den Freiwilligendienst Kulturweit hier in Berlin. Und ich bin unter anderem zuständig für die Messekoordination. Und aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 nehmen wir vermehrt dieses Jahr an digitalen Messen teil, so auch heute bei der Expo Lingua. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und jetzt an meiner Seite heute ist Sophia. Sie ist Kulturweit-Alumna. Sophia, magst du dich vielleicht auch einmal kurz vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Ich heiße Sophia Pollmann, bin 19 Jahre alt und bin mit Kulturweit im September 2019 ausgereist und für mich ging es nach Chile. Und ich freue mich auch heute von meinen Erfahrungen berichten zu können. Genau, dann würden wir jetzt beginnen mit der Präsentation von Kulturweit. Genau, dann fange ich auch mal direkt an. Vielleicht fragt ihr euch ja, was ist überhaupt Kulturweit? Und dazu kann man sagen, dass Kulturweit ein internationaler Freiwilligendienst ist in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Die Einsatzstellen sind hier unter anderem in Schulen, wo ich zum Beispiel auch gearbeitet habe, aber auch im Goethe-Institut, in DAD-Informationszentren oder auch in der UNESCO-Nationalkommission oder in UNESCO-Naturerbestätten. Also das ist ganz breit gefächert, wo man da eingesetzt werden kann. Und wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass Kulturweit ein Projekt der Deutschen UNESCO-Kommission ist und vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Genau, dann würde ich die Kulturweit-Partnerorganisationen genauer vorstellen. Das ist ich lese einmal vor, der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Deutsche Archäologische Institut, die Deutsche Welle-Akademie, das Goethe-Institut, der Pädagogische Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, die UNESCO-Nationalkommission und UNESCO-Naturerbestätten. Jetzt würde ich so ein, zwei Sätze zu jeder Partnerorganisation sagen, was euch dort erwartet, wenn ihr als Freiwillige dorthin gelangt. Genau, Deutsche Akademische Austauschdienst, wenn ihr dort als Freiwillige eingesetzt werdet, dann seid ihr entweder an Informationszentren oder Außenstellen des DAD tätig in dem jeweiligen Land, wo ihr entsendet werdet und ihr beratet dort Studierende, die Interesse haben an einem Studium in Deutschland und unterstützt beispielsweise bei Messen, so wie wir heute, oder aber bei der Öffentlichkeitsarbeit der DAD-Institution im Ausland. Wenn ihr Freiwillige oder Freiwilliger seid an einer Außenstelle oder an der Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts im Ausland, dann seid ihr dort entweder beispielsweise im Archiv tätig oder in der Bibliothek. Ihr unterstützt bei verschiedenen Projekten der Abteilung und ganz selten hat man vielleicht die Gelegenheit, auch bei Ausgrabungen vor Ort zu sein. Seid ihr Freiwillige für die Deutsche Welle-Akademie, dann, das ist vielleicht interessant für diejenigen, die sich für Journalismus interessieren oder für Menschenrechte, Pressefreiheit, die vielleicht auch schon Vorerfahrungen im journalistischen Bereich haben. Dort seid ihr bei Außenstellen von der Deutschen Welle-Akademie tätig. Das sind dann Partnerinstitutionen wie zum Beispiel Stiftungen oder das Radio. Genau, und ihr unterstützt dort auch eben in den jeweiligen Projekten von den Partnerorganisationen. Dann, wenn ihr Freiwillige seid über das Goethe-Institut, dann seid ihr entweder im Goethe-Institut im Ausland tätig, also in der Institution selber, oder aber ihr werdet an Schulen an denen Deutsch unterrichtet wird und die an das jeweilige Goethe-Institut im jeweiligen Land angekoppelt sind, eingesetzt. Ihr unterstützt, wenn ihr im Goethe-Institut selber vor Ort seid als Freiwillige, dann unterstützt ihr in der Bibliothek zum Beispiel oder in der Sprach- oder in der Programmabteilung. Ihr unterstützt bei verschiedenen Projekten und helft bei der Organisation von Kulturveranstaltungen. Genau.
Wenn ihr als Freiwillige an Schulen entsendet werdet, dann unterstützt ihr dort im Deutschunterricht und helft bei, zum Beispiel bei der Deutsch-Olympiade oder macht kleinere Projekte auch mit den Schülerinnen und Schülern. Dann gibt es den pädagogischen Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Dort seid ihr an Schulen im Ausland tätig, an denen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird und ihr beratet. Und ihr unterstützt dort im Deutschunterricht, helft bei der Prüfungsvorbereitung für das DSD-Diplom oder macht kleinere Projekte auch mit den Schülerinnen und Schülern. Dann gibt es die UNESCO-Nationalkommission. So wie ich an der deutschen UNESCO-Nationalkommission tätig bin, gibt es weltweit UNESCO-Nationalkommission und auch dort könnt ihr als Freiwillige entsendet werden. Ihr unterstützt dann im Bereich zum Beispiel in der Bibliothek, ihr seid dort entweder unterstützt bei der Bildungsarbeit oder bei der Projektarbeit oder bei der Verwaltungsarbeit. Und dann gibt es zuletzt noch den Naturfreiwilligendienst. Wir entsenden Freiwillige auch in UNESCO-Naturerbestätten, in Biosphärenreservate oder Naturerbestätten und dort helft ihr bei der alltäglichen Arbeit. Das bedeutet zum einen Bürotätigkeiten, aber auch es gibt Kooperationen mit Schulen, also im Bildungsbereich, oder aber auch praktische Tätigkeiten wie zum Beispiel Zäune bauen, Wege anlegen, bei der Kartierung helfen und so weiter. Genau, und Sophia, du warst ja auch im Ausland mit Kulturweit. Vielleicht magst du ein bisschen berichten, was du, mit welcher Partnerorganisation du gegangen bist, wo du warst und was du so gemacht hast. Ja, kann ich gerne machen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich im September letzten Jahres ausgereist bin und ich bin mit dem Goethe-Institut ausgereist. Und das Goethe-Institut hat eine Initiative, die heißt PASCH. Das sind, das Goethe-Institut betreut Schulen im Ausland und unter anderem auch meine Schule, wo ich nach Chile hingegangen bin. Das ist die Liceo Polivalente San Nicolás. Und da habe ich dran, also an der Schule habe ich gearbeitet, habe im Deutschunterricht assistiert, habe den Lehrern bei der Vorbereitung geholfen, habe eigene Projekte gemacht. Das ist immer ein ganz großer Bestandteil des Freiwilligendienstes, dass man ein eigenes Projekt umsetzen kann. Ich habe mich für einen deutschen Weihnachtsmarkt entschieden, weil ich eine ganz große Küche hatte in der Schule und da konnten wir zusammen mit den Schülern und Schülerinnen zusammen backen, also deutsche Spezialitäten backen, konnten die dann verkaufen und später den Erlös auch an die Schule spenden. Und man kann außerdem natürlich noch viele Spiele vorbereiten für den Unterricht, um die deutsche Sprache zu erlernen. Oder man kann in Austausch mit anderen Schulen treten, eine Brieffreundschaft aufbauen. Man kann die Schüler auf die Deutschprüfung vorbereiten vom Goethe-Institut, indem man Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben verstärkt übt mit ihnen. Also es gibt natürlich da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und genau, das war so meine Einsatzstelle, meine Aufgabe vom Goethe-Institut. Ja, vielen Dank. Dann würden wir einfach weiter, genau, zu den Einsatzregionen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo kann es denn mit Kulturweit hingehen? Vor allem vielleicht auch jetzt gerade, ich sage dazu gleich noch was, zu der derzeitigen Situation. Aber erstmal würde ich vorstellen, wo es generell hingehen kann. Wir entsenden in Länder in Afrika, in Asien, in Südostasien, in Lateinamerika, in den Nahen Osten, nach Mittelosteuropa, nach Südeuropa und in die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das ist zum Beispiel Belarus oder Russland und so weiter. Aktuell haben wir jetzt im Oktober Freiwillige in europäische Staaten entsendet und wir können einfach nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, wie es, wir müssen alle, glaube ich, jetzt unter den jetzigen Umständen flexibel bleiben. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass für die Bewerbung für die Ausreise 2021 wir international oder weltweit wieder entsenden können, würden aber euch als Bewerber und Bewerberinnen auch immer über die aktuellen Möglichkeiten informieren und dann hättet ihr quasi auch immer die Möglichkeit zu wählen. Genau, dann komme ich, wann könnt ihr ausreisen und wie lange dauert ein Freiwilligendienst? Also Ausreisen sind immer zum 1. März oder zum 1. September eines jeden Jahres. Aktuell könnt ihr euch noch bis zum 1. Dezember für die Ausreise September 21 bewerben. Genau, und ihr könnt entweder einen Freiwilligendienst von 6 Monaten oder von 12 Monaten ableisten. Genau, dann mache ich mal weiter. Was muss man überhaupt mitbringen, um kulturweit Freiwilliger oder Freiwillige zu werden? Und ganz wichtig ist, dass ihr neugierig seid, also neugierig auf eine andere Kultur, auf ein anderes Land.
dass er aber auch Verantwortungsbewusstsein mitbringt, weil wir natürlich auch Repräsentant der deutschen Kultur bzw. der deutschen Sprache sind. Und man sollte natürlich auch ein offener Mensch sein gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Kulturen und auch anderen Denk- und Handlungsstrukturen, weil es natürlich besonders außerhalb von Europa, aber auch natürlich innerhalb von Europa Unterschiede zu Deutschland gibt. Außerdem sollte man natürlich Lust auf freiwilliges Engagement haben, sonst wäre das nicht das Passende, so ein Freiwilligendienst. Und jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Aspekten, die erfüllt werden müssen. Das ist einmal die Erfüllung der Schulvollzeitpflicht. Hierbei ist zu sagen, dass man kein Abitur benötigt, aber halt die Schulvollzeitpflicht erfüllt haben muss. Außerdem sollte der Lebensmittelschwerpunkt in Deutschland liegen. Also es wird hier gesagt, dass die letzten 2 bis 3 Jahre man in Deutschland gelebt haben sollte, aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, wenn man beispielsweise eine deutsche Schule im Ausland besucht hat. Da könnt ihr einfach nochmal auf uns zukommen, uns eine E-Mail schreiben, da können wir das dann nochmal individuell prüfen. Und außerdem natürlich, dass die Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau sind. Hier wird gesagt, dass es das C1-Niveau nach europäischem Referenzrahmen sein muss. Genau. Und außerdem, was auch noch wichtig ist, dass man 18 bis 26 Jahre alt sein muss. Ich habe mich mit 17 beworben, das ist auch möglich. Da muss man eine Einverständniserklärung der Eltern haben. Aber man muss natürlich 18 sein, wenn man den Freiwilligendienst antritt. Das ist halt mit Beginn des Vorbereitungsseminars. Und man muss 26 Jahre alt sein, wenn man es abgeschlossen hat. Man darf also nicht das Alter überschreiten. Das sind so wichtige Aspekte, die man erfüllen muss. Genau, und jetzt würde ich kurz darauf eingehen, was ihr von uns erhaltet oder was ihr bekommt. Und zwar begleiten wir euch pädagogisch in der Vorbereitung, aber als auch während des Freiwilligendienstes, als auch in der Nachbereitung. Und dazu gehören zum Beispiel das Vorbereitungsseminar, das ist 10 Tage früher oder bis vor kurzem hat es in Präsenz stattgefunden, in der Nähe von Berlin, am Berlin-See. Genau, und jetzt die letzte Ausreise hat es digital stattgefunden. Dann gibt es ein Zwischenseminar in der jeweiligen Region, wo ihr ausreist. Das kann entweder in eurem Einsatzland sein oder aber auch in einem Nachbarland. Dort trefft ihr dann auch andere Freiwillige und das ist ungefähr 2, 3 Monate, nachdem ihr den Freiwilligendienst angetreten habt. Und dann gibt es ein Nachbereitungsseminar von 5 Tagen. Das findet wieder in der Regel in Deutschland statt oder aber eben aktuell digital. Dann bekommt ihr einen Zuschuss von uns zum Sprachkurs im Einsatzland. Wir bezuschussen 30 Stunden der jeweiligen Landessprache. Dann erhaltet ihr zudem eine Ansprechperson in der Einsatzstelle. Aber auch wir im Kulturwaldbüro sind immer für euch ansprechbar, wenn ihr Fragen oder Probleme habt. Wir bezuschussen eure internationalen Reisekosten. Das bedeutet, es gibt regionsabhängig einen Zuschuss, der eigentlich in der Regel kostendeckend sein sollte, wenn ihr wirtschaftlich bucht für die Hin- und Rückreise in euer Einsatzland. Und dann erhaltet ihr monatlich von uns 200 € Zuschuss zur Unterkunft und zur Verpflegung und 150 € Monat Taschengeld. Das heißt, ihr bekommt insgesamt 350 € im Monat von uns. Wie ihr euch die aufteilt, für was ihr die ausgibt, das ist euch selbst überlassen. Dann seid ihr zudem über uns auslandskrankenversichert, Unfall- und Haftpflichtversichert und wir zahlen auch weiterhin die Sozialbeiträge in Deutschland während eures Freiwilligendienstes. Ihr habt auch, solltet ihr noch nicht 25 sein, Anspruch auf Kindergeld weiterhin und auch auf Halbwaisenrente bleibt bestehen. Genau. Und dann erhaltet ihr im Anschluss eures Freiwilligendienstes Zugriff auf ein riesiges Alumni-Netzwerk. Sophia ist auch ein Teil dieses Alumni-Netzwerkes. Unter anderem haben wir zum Beispiel eine Vernetzungsplattform, so etwas ähnliches wie Facebook, wo ihr euch mit anderen ehemaligen Freiwilligen oder auch aktuellen Freiwilligen vernetzen könnt, wo ihr im Austausch bleiben könnt.
Dann bieten wir Weiterbildung an im Bereich von Bildung für nachhaltige Entwicklung, Welterbe und Menschenrechte. Wir haben eine Vielzahl an Veranstaltungen zu vereinzelten, zu UNESCO-Themen, aber auch anderen Themen, wo ihr auch dran teilnehmen könnt. Es gibt Alumni-Jahrestreffen, es gibt Regionaltreffen. Also das ist eine Vielzahl an Dingen, die ihr auch nach eurem Freiwilligendienst machen könnt. Genau. Jetzt komme ich dazu sprechen, darauf, wie ihr euch bewerben könnt und wo ihr euch bewerben müsst, wenn ihr das wollt. Und zwar könnt ihr euch bewerben über unser Online-Bewerbungsportal. Das findet ihr auf unserer Webseite unter bewerbung.kulturwald.de. Und auf der Startseite bei uns auf der Webseite findet ihr diesen gelben Button, der auch hier oben rechts zu sehen ist. Und darunter gibt es einen Link, der heißt hier bewerben. Dort könnt ihr draufklicken und dann gelangt ihr zu dem Bewerbungsportal, was hier auch in grün hinterlegt ist. Dort könnt ihr euch registrieren mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort und könnt immer wieder, ihr müsst also die Bewerbung nicht in einem abschließen, sondern ihr könnt auch immer wieder die Bewerbung unterbrechen und da späterhin wieder zurückkehren und sie fortsetzen. Genau. Wir fragen in im Bewerbungsportal Dinge ab, wie die Kontaktdaten. Das sind so Dinge wie ob ihr die Schulzeitpflicht erfüllt habt. Aber wir fragen auch Dinge wie, was ist eure präferierte Weltregion, wo möchtet ihr hin? Dort könnt ihr angeben, eine Region, also zum Beispiel Asien oder Lateinamerika oder auch Europa mit ich habe großes Interesse oder ich habe mittleres Interesse oder ich habe geringeres Interesse. Genauso wie funktioniert das mit den Partnerorganisationen, wo ihr angeben könnt, wo ihr euch am ehesten vorstellen könnt, einen Freiwilligendienst abzuleisten. Genau. Und dann fragen wir aber auch nach der Motivation. Warum möchtet ihr einen Freiwilligendienst ableisten im Ausland und warum mit Kulturwald? Wir fragen aber auch so Dinge, wie stellt ihr euch das vor, wie ein typischer Tagesablauf stattfinden kann? Genau, dann würde ich was zum Bewerbungsprozess noch sagen. Genau, also aktuell habt ihr noch die Möglichkeit, euch zu bewerben bis zum 1. Dezember 2021. Für die Ausreise im September 2021. Die Bewerbungsphase endet um 12 Uhr, oder das Bewerbungsportal wird geschlossen um 12 Uhr mittags. Bis dahin müsst ihr eure Bewerbung abgeschlossen haben. Dann findet im Anschluss eine Vorauswahl durch das Kulturwald-Team statt. Wir schauen, ob eure Bewerbung eigentlich vollständig ist, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt, die formalen und ob ihr halt, genau. Und dann ordnen wir euch nach euren Präferenzen den einzelnen Partnerorganisationen zu. Im Anschluss versenden wir einen Zwischenbescheid. Das ist Ende Januar, wird das sein für die Ausreise jetzt im September 2021. Dort teilen wir euch mit, ob eure, also in den meisten Fällen erhaltet ihr eine Zusage, dass ihr weiterhin im Bewerbungsprozess dabei seid. Und in ganz kleinen, seltenen Fällen müssen wir leider dann schon eine Absage erteilen. Das liegt meistens daran, dass ihr entweder die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt habt oder aber eure Bewerbung nicht vollständig war. Dann findet die Auswahl durch die Kulturwald-Partnerorganisationen statt. Und es kommt zu Bewerbungsgesprächen. Das ist sehr unterschiedlich. Entweder sind es Gruppengespräche. Früher waren die zum Teil in der Zentrale in Deutschland. Oder aber auch können es Einzelgespräche sein via Skype mit der möglichen Einsatzstelle schon. Das ist sehr unterschiedlich, je nach der Partnerorganisation, wie sie das handhabt. Und dann erhaltet ihr Anfang April einen Bewerbungsbescheid, wo ihr entweder eine Zusage erhaltet, dann bekommt ihr direkt schon ein Platzangebot. Dieses Platzangebot könnt ihr dann innerhalb von 10 Tagen entweder ablehnen oder annehmen. Und dann gibt es die Möglichkeit aber auch, dass ihr nicht eine direkte Zusage erhaltet, also kein Platzangebot bekommt, sondern ins Nachrückverfahren rückt. Bitte nicht traurig sein, wenn das passieren sollte. Es gibt nämlich wirklich große Möglichkeiten, auch im Nachrückverfahren noch ein Platzangebot zu erhalten. Das Nachrückverfahren beginnt von Mitte April bis Mitte August. Und in dieser Zeit sollte jemand von den Freiwilligen, die eigentlich zugesagt haben, nochmal abspringen. Aus persönlichen Gründen gibt es immer wieder Freiwillige, die dann ihren Platz doch nochmal absagen, dann rückt ihr nach. Oder aber ihr haltet eventuell eine Absage, genau,
Das wäre so dann Anfang April würdet ihr diesen Bewerbungsbescheid erhalten. Genau. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu den Fristen, findet ihr auch Informationen zu den einzelnen Terminen unter kulturweit.de/Bewerbung/Fristen. Aber ihr könnt auch gleich gerne noch im Anschluss Fragen stellen. Genau, dann sage ich hier nochmal ganz kurz, wann müsst ihr euch bewerben? Wie ich eben schon gesagt habe, ihr könnt euch jetzt noch aktuell bewerben bis zum 1. Dezember für die Ausreise im September 2021. Und dann ab dem 2. Dezember wird das Bewerbungsportal geöffnet für die Ausreise im März 2022. Wenn ihr Fragen habt, vor allem vielleicht speziell zum Bewerbungsportal, zu einzelnen Fragen oder ihr Probleme habt, auch vielleicht Anhänge hochzuladen, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an bewerbung@kulturweit.de. Meine Kollegin wird euch dann gerne antworten. Genau, Kulturweit ist natürlich auch im Internet verbreitet. Da weise ich einmal hin auf unsere Homepage www.kulturweit.de. Da findet ihr alle aktuellen Infos rund um Kulturweit. Dann eine sehr tolle Sache ist unser Blog. Da berichten Kulturweit-Freiwillige von ihren Einsätzen. Da kriegt man auch einen total persönlichen Eindruck von den Einsatzstellen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, um schon mal so einen Einblick zu kriegen, wie ein Freiwilligendienst überhaupt abläuft und ja, was das überhaupt persönlich mit einem macht. Und wir sind natürlich auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf Flickr. Da posten wir auch ständig Beiträge und auch immer interessante Beiträge von Freiwilligen. Da könnt ihr uns gerne folgen und vorbeischauen. Genau. Und ihr könnt euch natürlich auch telefonisch bei uns melden. Unsere Hotline ist geschaltet montags bis freitags von zwischen 10 und 15 Uhr. Oder ihr schreibt uns mit bei allgemeinen Fragen zum Programm, vielleicht nochmal Fragen zur finanziellen Unterstützung oder so, oder zu den Einsatzstellen dann an kontakt@kulturweit.de. Genau. Ja, jetzt könnt ihr uns gerne noch Fragen stellen. Die können wir live beantworten im F&A. Das ist die Funktion hier bei Zoom. Und wichtig hierbei ist noch zu erwähnen, ihr könnt das ruhig anonym stellen. Ich will ja noch nicht, von wem die Frage kommt, wenn ihr das nicht wollt. Und ihr könnt durch ein Like die Frage priorisieren. Das heißt, wenn ihr irgendwie die gleiche Frage habt, dann gebt einfach ein Like. Dann braucht ihr die nicht nochmal stellen, dann erscheint die bei uns, dann können wir die beantworten. Genau, und wenn euch jetzt gerade nichts einfällt oder wenn ihr danach noch Fragen habt, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben. Die versuchen wir dann so schnell wie möglich zu beantworten. Ja, und ihr könnt uns jetzt gerne Fragen stellen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu meinen Erfahrungen, zu meinen persönlichen Erfahrungen oder allgemeine Sachen zum Bewerbungsprozess. Genau. Wir würden noch einen kurzen Moment warten, aber vielleicht kann ich dich, Sophia, einfach schon mal fragen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass du wieder zurückgekehrt bist. Gibt es irgendwas, was du besonders vermisst, was du in Chile hattest oder ich weiß nicht? Ja, da gibt es sehr, sehr viel. also ich habe die Zeit da total genossen. Ich finde das am meisten so meine Freunde, die ich da hatte, meine Gastfamilie, bei denen habe ich natürlich auch immer noch Kontakt. Wir versuchen auch regelmäßig uns über Videoanruf anzurufen. Ich vermisse die Sprache total, weil Spanisch spricht man hier jetzt ja nicht so oft. Ich komme gar nicht so krass in Kontakt mit der Sprache. Das vermisse ich. Ich vermisse das Essen, was total lecker war da. Und, ja, die chilenischen Spezialitäten, die Musik vermisse ich. Ja, es gibt da schon sehr viel, was ich vermisse. Und das Ende war ja auch ziemlich abrupt bei mir. Und deshalb, ja. Ja, das kannst du vielleicht auch kurz erwähnen. Du gehörst zu den Freiwilligen, die wir dann im März zurückholen mussten. Genau. Ja, also geplant war das eigentlich für ein Jahr bei mir. Ich habe mich für 12 Monate entschieden, bin ja im September 2019 ausgereist, sollte dann bis Ende August natürlich bleiben. Aber wegen Corona hat uns unsere Organisation zurückgerufen. Im Endeffekt bin ich jetzt sehr froh darüber, weil die Versorgung in Südamerika oder auch in Chile jetzt halt nicht so gut ist wie in Deutschland und da auch ein kompletter Lockdown war, weshalb ich echt froh bin, dass ich in Deutschland die Corona-Pandemie mitmache. Und genau, deshalb bin ich im März zurückgereist. Kulturweit hat uns das dann offen gelassen, ob wir uns weiterhin freiwillig engagieren. Ich habe das gemacht. Ich habe hier im Heimatort im Krankenhaus gearbeitet. Genau, das lief weiter. Ich habe also mein FSJ beenden können. Bis August natürlich. Ich habe natürlich dann noch das Nachbereitungsseminar mitgemacht, was auch zum ersten Mal online war. Genau. Genau, jetzt kommen
vereinzelt Fragen. Ich würde jetzt sagen, dann beginnen wir einfach mit den Fragen vielleicht. Genau. Okay. Eine Frage, die du vielleicht eher beantworten kannst. Gibt es auch Angebote für Ü30-Jährige? Ja, gibt es. Allerdings bieten wir die leider nicht an von der Deutschen UNESCO-Kommission, aber ich kann gerne gleich in den Chat noch oder ja, genau, in den Chat einen Link schicken, wo man sich erkundigen kann für Angebote über 30-Jährige. Ich glaube, die gleiche Frage ist dann auch, gibt es eine Möglichkeit, am Projekt teilzunehmen, wenn man älter ist als 26? Damit genau, das. Ja. Erledigt, ne? Genau. Und eine sehr schöne Frage. Was ist deine beste Erinnerung von Chile? Gab es etwas, was schwierig war? Ja, also meine beste Erinnerung ist eigentlich auch an meine Einsatzstelle, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch an die Wochenenden beziehungsweise die freie Zeit, die man hatte mit den anderen Freiwilligen und auch an die Reisen, die man machen konnte. Das ist so meine schönste Erinnerung. Meine Familie kam mich auch besuchen. Und gab es etwas, was schwierig war? Ich glaube, das ist immer so, wenn man was macht, darauf muss man sich auch einstellen, dass sowas immer kommen kann. Man hat natürlich auch mal Heimweh zwischendurch und man ist halt auf sich allein gestellt, besonders wenn man in Südamerika ist, das ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Und man wird auf jeden Fall selbstständiger dadurch. Man muss versuchen, ja, viele Hindernisse, die da auf einen zukommen, irgendwie alleine zu meistern. Man kann jetzt nicht immer jemanden fragen, wie würde ich das denn jetzt machen oder ja, genau, also gab da auf jeden Fall was, aber das meistert man auch und dann wächst man ja auch daran. Dann eine Frage, wie sehen die Unterkünfte aus? Lebt man immer in einer Gastfamilie? Das ist nicht so. Man kann sich das eigentlich selbst aussuchen, also Kulturwald lässt uns das offen, wo man lebt, man muss sich da auch selbst drum kümmern. Das ist aber eigentlich gar nicht ja, so eine schwierige Sache, weil man ja auch immer Vorfreiwillige hat, mit denen man in Kontakt treten kann. Die haben ja schon totale Connections da aufgebaut und können dann da weiterhelfen. Und das ist ja auch gar kein Problem zu wechseln. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich habe erst bei einer Lehrerin, die auch in der Schule unterrichtet hat, gewohnt, genau, in einer kleinen Wohnung. Und später hat sich dann herausgestellt, dass es doch irgendwie nicht so passt. Und dann bin ich umgezogen, weil ich da natürlich auch schon Freunde gefunden habe und dann habe ich in einer ganz großen chilenischen Gastfamilie gewohnt, was mich viel besser gefallen hat, weil man da so die komplette Kultur erlebt hat und genau, also die Unterkünfte sehen immer anders aus, das kann man sich aussuchen. Ja. Genau, vielleicht sage ich ja nochmal zwei, drei Sätze dazu, also wie Sophia eben schon gesagt hat, ihr müsst euch selber um die Unterkunft kümmern. Was ihr von uns erhaltet, ist einmal die finanzielle Unterstützung natürlich. Und dann bekommt ihr aber auch von uns entweder, also ihr bekommt bei der Platzzusage auch die Kontaktdaten der Ansprechpersonen in der jeweiligen Einsatzstelle. Und ganz oft ist es so, dass sie entweder halt dann Kontakte haben und euch etwas vermitteln, entweder ob das eine Wohnung ist oder ein WG-Zimmer oder eben eine Gastfamilie. Das ist halt so ein bisschen auch abhängig von der Ansprechperson in der Einsatzstelle. Dann bekommt ihr Kontakt zu den Freiwilligen, die vielleicht gerade aktuell noch vor Ort sind, während ihr ja noch nicht ausgereist seid, gibt es ja vielleicht auch Freiwillige, die schon in der Einsatzstelle gerade noch sind. Zu denen bekommt ihr auch Kontakt. Manchmal gibt es wirklich auch oft die Möglichkeit, dann das WG-Zimmer oder die Wohnung zu übernehmen. Und ansonsten bekommt ihr ja auch Zugang zu unserer Vernetzungsplattform, wie ich eben gesagt habe, dem Coworking Space, wo ihr dann auch nochmal euch erkundigen könnt, ob jemand Vorerfahrungen gemacht hat oder irgendwelche Tipps hat. Und es gibt auch Freiwillige, die ausreisen und noch keine Wohnung haben oder noch keinen und erstmal 2 Wochen, 3 Wochen im Hostel unterkommen und dann selber vor Ort in Ruhe schauen. Wie gesagt, das ist euch ganz selbst überlassen, wie ihr das machen möchtet. Genau. Wo warst du denn in Chile? Ich war in San Nicolás, das ist ein ganz kleines Dörfchen, was 5 Stunden südlich von Santiago de Chile, von der Hauptstadt entfernt ist. Die nächstliegende größere Stadt ist Chillán, da habe ich auch erst gewohnt, dann musste ich aber immer eine halbe Stunde zur Arbeit und dann habe ich mich doch für das einsame Dorfleben entschieden, wo es kein Krankenhaus gab, kein Supermarkt, nur so kleine Läden, aber das war wirklich sehr, sehr schön und genau, da habe ich gewohnt. Ich glaube, wenn man sich in Chile nicht so auskennt, kennt man das wahrscheinlich auch nicht. 5
genau 5 Stunden südlich von der Hauptstadt. Vielleicht kann ich noch kurz was zu der Frage, die hier ganz oben erscheint, warum kann ich mich nur bis 26 bewerben, sagen. Also es ist so, dass wir uns da nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz richten müssen und dort ist eben angegeben, dass man einen Freiwilligendienst im Ausland nur von 18 bis 26 Jahren ableisten kann. Das hat etwas mit der Dienstvorlage zu tun, genau, mit der Richtlinie. Die Frage ist vielleicht auch eher an dich gerichtet. Und genau. Ich würde gerne im Projekt teilnehmen. Es ist so, dass wir hatten das vorhin schon erwähnt, man benötigt keine deutsche Staatsbürgerschaft. Allerdings ist es so, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass der Lebensmittelpunkt in Deutschland sein sollte, zumindest die letzten 2 bis 3 Jahre, damit man auch so ein bisschen Einblick hat in die aktuellen Themen in Politik, Wirtschaft und auch was so in Deutschland gerade so aktualisiert besprochen wird. Genau. Und dann, es gibt Einzelfallausnahmen, dass wenn man zum Beispiel gerade an einer deutschen Schule im Ausland ist, aber halt eine Zeit lang oder den größten Teil seines Lebens in Deutschland verbracht hat, dann können wir dort eine Ausnahme machen. In dem Fall würden wir euch bitten, dann eine E-Mail an uns zu schreiben an kontakt@kulturwald.de und dann würden wir im Einzelfall entscheiden. Dann die Frage, wie haben dich die Menschen aufgenommen, als du angekommen bist? Also bei mir war das sehr positiv. Die haben mich wirklich sehr gut aufgenommen. Ich habe mich auch sofort geborgen gefühlt und die waren sehr freundlich. Auch bei meiner Einsatzstelle wurde ich erstmal allen Lehrern und Lehrerinnen vorgestellt. Ich war in einer sehr, sehr großen Schule. Aber man wurde da echt freundlich vorgestellt. Ich kann jetzt natürlich nur von meiner persönlichen Erfahrung was darüber berichten. Also ich wurde sehr gut aufgenommen. Dann hast du dich durch die Vorbereitungskurse gut gerüstet gefühlt. Also ich glaube, damit meinst du das Vorbereitungsseminar wahrscheinlich. Das waren ja 10 Tage. Also ich würde schon sagen, dass das eine relativ intensive Zeit war. 10 Tage sind ja jetzt auch nicht gerade wenig, wenn man die Leute noch gar nicht kennt. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, wie diese 10 Tage aussahen. Die waren ja bei dir noch in Präsenz. Genau, ja. Gott sei Dank. Und zu den Themen vielleicht auch. Ja, genau. Kann ich gerne machen. Also das Vorbereitungsseminar findet ja am Anwerber Berlinsee statt. Ist auch sehr, sehr schön gelegen. Der erste positive Aspekt, das ist ja direkt am See und wenn das Wetter mitspielt, ist es da halt echt schön. Das, was ich da am besten dran finde, ist, dass man die ganzen anderen Freiwilligen kennenlernt. Man hat Homezones, in denen man halt aufgeteilt ist, je nachdem, in welche Region man später geht. Ich war mit Leuten aus Chile und aus Peru zusammen und da hat man dann halt Einheiten, immer Seminareinheiten am Tag und ja, das fand ich halt besonders schön. Jeder hat irgendwie so seine Homezones geliebt, weil man da halt die Leute kennenlernen konnte, mit denen man dann auch die gleiche Erfahrung macht und ins Ausland geht. Und weil wenn man dann wirklich in Chile ist und keinen kennt, ist es sehr, sehr wertvoll, dass man die anderen Freiwilligen hat, die natürlich da das Gleiche erleben. Und zum Vorbereitungsseminar generell kann man sagen, dass es immer Seminare gibt. Da kann man sich, es kann man sich frei aussuchen, in welche Seminare man geht. Die werden immer durch die Teamer, da gibt es immer einen Zettel, wo man sich das durchlesen kann, worüber das Seminar handelt. Es gibt da Seminare zu Klassismus, interkulturelle Konflikte, Sexismus, über Rassismus. Also es ist komplett breit gefächert, auch interaktive Seminare. Ich habe sogar mal ein Seminar besucht, da ging es um Märchen, das verbunden war anders mit dem Freiwilligendienst. Also total interessante Seminare, da ist auch wirklich für jeden was dabei. Man hat aber auch natürlich Freizeit, dass man sich ein bisschen mit den anderen austauschen kann. Am letzten Abend ist auch ein Disco-Abend, da kann man in seiner Homezone was vorbereiten. Und jetzt auf die Frage nochmal zurückzukommen, das Vorbereitungsseminar hat mich sehr gut vorbereitet. Natürlich kann einen das auf die bestimmte Region nie perfekt vorbereiten, das ist klar. Keiner kann wissen, was einen da erwartet, aber von den Themen, die angesprochen worden sind, fand ich das sehr gut und auch natürlich, dass man die anderen kennengelernt hat. Ich habe gerade gesehen, es gibt auch noch Fragen im Chat. Vielleicht kann ich die ganz kurz an dich stellen. Das sind Fragen an dich eigentlich.
Wie lange warst du in Chile? Und dann, ich war 2019, 2020 auch in Chile. Wo genau warst du? Das hast du, glaube ich, gerade eben schon gesagt. Und hattest du viel Kontakt mit anderen Freiwilligen? Ich war 7 Monate. Natürlich, jetzt habe ich ja gerade schon erklärt, bedingt durch die Corona-Pandemie, sonst wäre ich halt 12 Monate geblieben. Und ja, ich hatte sehr guten Kontakt zu den Freiwilligen. Eigentlich habe ich mich mit allen verstanden, weil ja, die alle total nett waren. Und ich habe nun mal 5 Stunden entfernt gewohnt, was für Chile gar nicht so eine krass große Differenz ist. Und ja, also mit den Leuten, die in Santiago waren, das waren die meisten Freiwilligen. Mit denen hatte ich auch sehr guten Kontakt. Ich bin oft am Wochenende einfach mal so nach Santiago gefahren und habe die besucht. Und ein anderer Freiwilliger war in Los Angeles. Das war so ungefähr 1 Stunde von mir entfernt. Das war der nächste Freiwillige bei mir. Mit dem habe ich mich auch sehr oft getroffen. Und genau, also ich habe mich da eigentlich mit allen gut verstanden. Genau, da hatte ich Genau. vielleicht Glück. Das ist nochmal eine Frage an dich. Wie lange hat es gebraucht, also ich lasse jetzt mal im Du, bis du dich an die Kultur gewöhnt hattest und was war ganz anders als in Deutschland? Ja. Ja, also es gibt da schon viele Unterschiede, aber man lernt das halt in der Zeit kennen, diese kulturellen Unterschiede. Und die erste Zeit, was für mich vielleicht ein bisschen schwerer war, war, dass ich schon relativ viel allein war, weil man halt keine Kontakte hat und weil ich eben weiter entfernt war von den anderen Freiwilligen. Und ja, deshalb hat man noch nicht so viel Bezug zur Kultur gehabt, aber als ich dann später auch in der Gastfamilie gewohnt habe, was ich schon einen Unterschied fand, ist, dass die Leute auf jeden Fall entspannter sind, dass es sich nicht alles um Arbeit dreht. Also ich saß mit meiner Gastfamilie jeden Abend beim Essen zusammen und das war eine sehr musikalische Gastfamilie. Wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen Gitarre gespielt und uns einfach über Gott und die Welt unterhalten. Und das fand ich schon einen echten, ja, klar, einen Unterschied, aber natürlich ein positiver Unterschied. Und dass die Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja auch die Proteste in Chile und die Leute, die stehen auch wirklich dafür ein und kämpfen für mehr Gerechtigkeit. Und das war natürlich auch nochmal was ganz anderes. Genau, aber ich habe mich auch total sicher gefühlt. Also da gab es jetzt. Ich habe halt auch nicht in der Hauptstadt gewohnt, deshalb war das jetzt auch nicht so schlimm, aber genau, das Bildungssystem ist komplett anders, das Essen ist anders, es gibt auch, ja, es gibt sozusagen 2 Abendessen, also man isst einmal ein bisschen früher und dann nochmal. genau, also da gibt es halt so kleine Unterschiede, aber ja, man kommt eigentlich relativ schnell, lernt man die Kultur kennen, es kommt natürlich darauf an, mit wem man sich umgibt und wie man sich das. Ja, irgendwie, ja, mit wem man da zusammen ist und durch Menschen lernt man natürlich am besten die Kultur kennen. Ja. Dann würde ich mal zur nächsten Frage kommen, die ist auch an dich gerichtet. Hast du über das Alumni-Netzwerk schon neue Kontakte geknüpft und hat dir das für deine berufliche Zukunft geholfen? Ja, also im Coworking Space ist das darauf so ein bisschen bezogen. Weiß ich nicht genau, aber generell, ob du auch jetzt im Freiwilligendienst vielleicht andere Freiwillige kennengelernt hast und Freundschaften geknüpft hast und Ja, habe ich. Ich treffe, also wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und wir treffen uns auch regelmäßig mit den Leuten, mit denen ich in Chile war. Letztens kamen die mich auch alle noch besuchen. Und also als das noch ein bisschen lockerer war von den Corona-Regeln, dann, also eine Freundin von mir wohnt in Bonn, dann waren wir sie besuchen. Das ist auch ganz schön, weil man dann so ein bisschen durch Deutschland reisen kann, weil die kommen ja von überall her. Eine Freundin von mir wohnt auch in Bayern. Und genau, dann konnte man, kann man sich austauschen und durch den Coworking Space ist es auch total super, weil wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Probleme hat, ein WG-Zimmer zu suchen, durch diesen Coworking Space und durch die ganzen Freiwilligen hat man halt so ein großes Netzwerk an Leuten und ja, dann fällt dann das halt mal sogar leichter, wenn man sich fürs Studium bewegt, eine Wohnung zu finden. Das sind halt so kleine Aspekte, die das echt ausmachen und es gibt auch immer so verschiedene Veranstaltungen, die sich auf eine Region beziehen. Wie zum Beispiel der Westen. Also ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet. Und da kann man dann auch nochmal mit Leuten in Austausch treten, die man vielleicht gar nicht kennengelernt hat, weil sie in komplett andere Regionen gereist sind. oder aus einem anderen Jahrgang waren. Genau, ja. Genau.
Dann würde ich mal weitermachen, weil die Zeit auch schon relativ fortgeschritten ist. Wo muss man sich direkt melden, wenn man ein Auslandsjahr plant? Also ihr könnt euch, wie wir eben schon vorgestellt haben, auf unserer Webseite informieren über die Möglichkeiten, mit Kulturweit halt einen Freiwilligendienst zu machen. Und dort gelangt ihr dann auch über diesen gelben Button darunter in das Bewerbungsportal. Und dort müsst ihr euch registrieren und anmelden und dann eure Bewerbung ausfüllen und auch vielleicht Dinge, also wie ein Zeugnis hochladen. Und dann bewerbt ihr euch und genau, so würde ich sagen. Oder ihr könnt natürlich auch jederzeit uns anrufen. Die Nummer können wir auch gleich nochmal einblenden mit der Hotline und oder per E-Mail könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Genau. Dann magst du vielleicht die nächste Frage. Ja, Achso, genau. ich habe das. Nee, ich mache einfach. Ich habe das gerade versäumt, glaube ich. Wann bekommt man noch die Zu- oder die Absage? Also ihr bekommt einen also einen Zwischenbescheid Ende Januar gesendet. Das ist einfach nur quasi, ob eure Bewerbung weiterhin im Auswahlprozess berücksichtigt werden kann. Das heißt, eure Bewerbung weitergeleitet wird an die Partnerorganisation oder ob eure Bewerbung eventuell nicht die formalen Voraussetzungen erfüllt hat oder nicht vollständig war, dann müssen wir euch leider absagen. Das ist die erste, das ist aber nur ein Zwischenbescheid und die richtige Zu- oder Absage bekommt ihr Anfang April, am 6. April 2021. Genau. Dann die nächste Frage. Gab es Interviews vorher? Ich glaube, es kommt immer auf die Partnerorganisation an, mit der man weg ist, ob es da vorher Interviews gibt. Genau, ne? Also es kommt ja immer darauf an, von wem man entsendet wird. Aber meistens gibt es da Interviews vorher. Also eigentlich im Regelfall hat man Interviews. Ich weiß, bei dir war das, glaube ich, ne, so, dass du kein Bewerbungsgespräch hattest, aber in der Regel hat man ein Bewerbungsgespräch, genau. Entweder sind es Gruppeninterviews oder aber eben Einzelgespräche. Aktuell finden die natürlich alle digital statt, genau. Aber vielleicht in Zukunft dann auch wieder in Präsenz. Dann vielleicht die nächste Frage. Kann man nur Regionen bei der Bewerbung auswählen, also kein bestes Land, beste Stadt oder bestimmtes Land, bestimmte Stadt? Ja, genau, das ist so. Also man kann nur die Region auswählen. Ich hatte mich jetzt zum Beispiel für Südamerika und für Europa, glaube ich, beworben und man kann nicht auf die Städte eingehen und nicht auf das Land. Aber ich finde das eigentlich sogar positiv, weil ja, wenn man sich bewirbt, wenn man so einen Freiwilligendienst macht, muss man natürlich auch offen sein. Und da kann es halt auch sein, dass man in ein ganz unbekanntes Land kommt. Und Chile war mir zum Beispiel vorher auch gar nicht bewusst. Und ich bin so froh darüber, dass ich dahin gekommen bin, weil man dann ein ganz anderes Land kennenlernt. Ich hätte sonst nie die Erfahrung machen können, irgendwie dahin zu kommen, wenn man da gar keinen Bezug zu hat. Und genau, so ist das. Genau, vielleicht kann ich eher noch was dazu sagen. Also ihr könnt halt eben in eurer Bewerbung angeben, welche Regionen ihr präferiert, welche Weltregionen, wofür ihr großes oder mittleres oder geringes Interesse habt. Umso mehr ihr euch eingrenzt oder einschränkt, beziehungsweise andersrum, umso flexibler ihr seid und umso mehr ihr breit gefächertes Interesse angebt, umso höher sind eure Chancen, dass ihr eine Platzzusage erhaltet. Und wir gehen halt davon aus, dass man diese kulturweite Erfahrung, also diese Erfahrung, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen, überall auf der Welt machen kann. Und genau deswegen könnt ihr euch nicht für ein bestimmtes Land bewerben oder für eine bestimmte Einsatzstelle. Genauso gilt das für die Partnerorganisation. Ihr könnt da halt eben auch angeben, großes, mittleres oder geringes Interesse. Umso mehr ihr euch einschränkt, umso geringer sind eure Chancen. Ja, vielleicht nochmal was zu der Frage, gibt es auch Treffen mit Teilnehmern, Teilnehmerinnen aus anderen Kulturaustauschorganisationen anderer Länder? Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz richtig verstehe, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass in einer Region natürlich auch andere Organisationen vertreten sind. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass dadurch, dass ich kein Facebook habe, ich nicht so in Kontakt kam, aber ein anderer Freiwilliger, der in einer anderen Stadt in Chile war, hat, ich weiß nicht durch welche Kontakte, aber Bezug zu Leuten gehabt, die aus einer anderen Organisation kamen. Und die habe ich auch kennengelernt und die waren auch aus Deutschland und waren halt da auch
haben halt dann Freiwilligendienst gemacht und das ist natürlich total cool, dass man sich dann da mit anderen Leuten treffen kann und sich austauschen kann. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Da muss man halt in verschiedenen Plattformen vertreten sein und über die sozialen Netzwerke trifft man da auf jeden Fall aufeinander. Genau, meistens gibt es auch von den unterschiedlichen Organisationen irgendwelche Treffen und man hört dann davon oder man trifft sich bei irgendwelchen Veranstaltungen, die zum Beispiel zu Deutschland sind, ja, vor Ort in der Botschaft oder im Goethe-Institut oder in irgendeiner Partnerorganisation halt. Und es gibt immer Anlässe oder Möglichkeiten, auch mit anderen Freiwilligen von anderen Organisationen in Kontakt zu treten vor Ort, ja, auf jeden Fall. Man muss sich natürlich selber vielleicht auch noch ein bisschen darum bemühen. Dann willst du das vielleicht beantworten, ist das Auslandsjahr kostenlos? Genau. Also es ist so, dass wir euch finanziell unterstützen und eigentlich möchten wir halt ermöglichen, dass jeder unabhängig von seiner finanziellen Situation halt dieses Auslandsjahr machen kann. Wir bezuschussen, wie ich das eben erwähnt habe, halt mit 350 Euro pro Monat. Dann habt ihr in der Regel noch Anspruch auf Kindergeld, was dann noch hinzukommt. Und wir übernehmen halt die Kosten für die Hin- und Rückreise und wir übernehmen die Kosten für den Sprachkurs. Ihr seid über uns auslandskrankenversichert, Unfall- und Haftpflichtversichert, aber wir bezahlen auch die Sozialbeiträge in Deutschland. Also im Grunde genommen, bis auf vielleicht ein kleines Taschengeld, was ihr vielleicht noch braucht, das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, wie ihr so durchs Leben geht, was ihr noch vorhabt, dann auch in der Region vielleicht zu reisen oder so. Aber die Grundkosten sollten eigentlich gedeckt sein und das ist aber natürlich auch immer ein bisschen von der Region abhängig oder wo ihr hinkommt, ob ihr zum Beispiel in der Hauptstadt in Südamerika ist vielleicht ein bisschen teurer als auf dem Land, wo Sofia jetzt war, oder Mittelosteuropa, die Hauptstädte sind auch vielleicht manchmal ein bisschen teurer. Da ist es so, dass solltet ihr beim Platzangebot merken bei der Recherche, dass ihr euch das nicht leisten könnt, dann könnt ihr auch nochmal mit uns in Kontakt treten und dann schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt auf jeden Fall noch weitere Stipendien, für die man sich bewerben kann, sodass es eigentlich, soll eigentlich jedem ermöglicht werden, unabhängig von seiner finanziellen Situation, ein Auslandsjahr, einen Freiwilligendienst im Ausland machen zu können. Genau. Dann vielleicht nochmal kurz die Frage, braucht man für das jeweilige Land immer gute Sprachkenntnisse. Da bin ich, glaube ich, so die beste Ansprechperson, weil ich vorher gar kein Spanisch konnte, was natürlich für Südamerika ein bisschen kritisch ist, aber ich würde erstmal sagen, es ist vorteilhaft, wenn man die Sprache kann, aber es ist kein Muss. Also ich habe es wirklich schnell gelernt und ich kann jetzt vielleicht kein perfektes Spanisch, sondern eher so chilenisches Spanisch, aber das lernt man auf jeden Fall schnell. Hallo, darf ich ganz kurz reinklatschen? Ja. Wir müssen leider aufhören. Klar. Vielleicht, falls ihr einen Zoom-Link habt für ein separates Meeting, diesen Zoom-Link können wir auf euren virtuellen Stand einbauen, weil wir einen Stand auf der Messe ihr einen Stand auf der Messe habt. Ihr könnt uns, Sebastian oder mir, diesen Link zuschicken. Wir werden diesen Link entsprechend einbauen. Unsere Öffnungszeiten sind heute zwischen 16 Uhr und 19 Uhr und morgen und am Samstag noch den ganzen Tag. Ihr könnt auch eure private Öffnungszeiten uns mitteilen und das werden wir entsprechend alles einbauen auf die Webseite. Das wird okay, vielleicht, wunderbar. Da kann man längere Gespräche führen. Ja, nee, genau. Aber eigentlich haben wir nur noch die Fragen, wollten wir noch zu Ende beantworten. Wir würden jetzt zum Ende kommen. Dann würden wir an dieser Stelle uns ganz herzlich bedanken für eure Teilnahme und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch für Kulturweit bewerben möchtet. Entweder jetzt bis zum 1. Dezember für die Ausreise 2021 im September oder aber dann ab dem 2. Dezember für März 2022. Ja. Genau. Schön, dass ihr da wart und noch einen schönen Nachmittag und noch viel Spaß auf der Expo Lingua. Tschüss! Tschüss!